Selbstdenken ist in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig. Denn wer den Herden folgt, wer den Großkonzernen folgt, folgt den Herrschen. So viel dürfte klar sein. Ich möchte auf zwei Sachen eingehen. Ich möchte einmal kurz über genveränderte Maissorten sprechen. Über die Sorte 1507, die jetzt nicht von Monsanto, von einem gesunden Berg ist, sondern von einem Konkurrenten. Und ich möchte auf das gerade in Brüssel und in Washington anstehende transatlantische Freihandelsabkommen, was da im Plan ist, zwischen den USA und der Europäischen Union eingehen. Zunächst mal zur Maissorte 1507. Ich weiß nicht, wie viele es wissen. Diese Maissorte ist in Puerto Rico bis zum Jahr 2006 gehandelt worden. Und 2006 hat der kleine Staat Puerto Rico den Mais vom Markt genommen. Und wisst ihr warum? Das eine veränderte Genom, was für ein giftiges Enzym sorgt, was die Maisschädlinge abtöten soll, hat dazu geführt, dass die Maisschädlinge in Puerto Rico resistent geworden sind. Und in Brasilien haben wir jetzt denselben Fall. Und wir können eigentlich nur einen Schluss daraus ziehen, dass lineares, betriebswirtschaftliches, rein am Erfolg orientiertes Denken die Natur nicht versteht. Und die Natur und das Leben selbst lässt sich nicht über den Tisch ziehen. So viel ist klar aus diesem Beispiel. Okay, ich habe gerade gehört, es scheppert sonst, wenn ich hier... Du willst das da dran machen? Ist okay so, ich glaube, ich komme klar. Ja, das wäre also das zu diesem Genmais. Und neulich haben wir genau dieses Thema im Landtag von Nordrhein-Westfalen debattiert und vor mir hat ein Kollege von der FDP gesprochen, einer von diesen jetzt schon geklonten, gefüllten Anzügen, und hat sich darüber beklagt, warum wir gegen das Freihandelsabkommen seien, und ein anderer hat noch gesagt, ja wieso, die AfD sei doch auch dagegen. Ja Leute, geht's noch? Ehrlich, geht's noch? Wenn nun die AfD irgendwas macht, wollen wir bloß das Gegenteil machen, und das ist dann richtig. Diese tassenlosen Henkel und Lückes. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und der Kollege von der FDP hat sich nachher über Arroganz beklagt, weil ich das, was ich euch gerade gesagt habe, mit der Natur, die sich nicht über den Tisch ziehen lässt, mir als Arroganz ausgelegt hat, Leute. Und wenn ihr mit solchen Leuten argumentiert, dürft ihr denen auch ruhig mal sagen, Niveau sieht von oben immer wie Arroganz aus. Zum Freihandelsabkommen. Eigentlich stehe ich hier für Bruno Gerd Kramm, der leider erkrankt ist. Der war die letzten Tage in Washington auf einer Stakeholder-Konferenz, einem Hearing zum Thema TTIP. Ich habe vorhin noch mit ihm telefoniert und er hat mir gesagt, und das sollte uns alle freuen, in den Vereinigten Staaten wächst der Widerstand ebenfalls gegen dieses Freihandelsabkommen. Nicht aus denselben, sondern aus den anderen Gründen. Amerikanische Verbraucherschützer warnen uns. Ihr habt so wunderbare, schöne Lebensmittelstandards in Europa. Okay, wir wissen alle, die könnten was besser sein. Aber die warnen uns, allen voran ein Nobelpreisträger, Joseph Stiglitz, unterschreibt dieses Ding bloß nicht. Und auf der anderen Seite haben die Amerikaner Angst über unsere super lockeren Finanzmärkte. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Denn Monsanto ist nur die Spitze vom Eisberg und DuPont ist nur die Spitze vom Eisberg. Dahinter steht ein Kapitalnetzwerk, was weltweit das Internet mit missbraucht und ihre Handelswaren über das Netz umschlagen, die Kapital über das Netz umschlagen und die jetzt über den sogenannten Nachbrenner zu TTIP. Ihr wisst vielleicht, im Freihandelsabkommen ein wichtiger Passus ist das sogenannte Investitionsschutzabkommen. Klingt ja eher harmlos. Und jetzt gibt es noch was Zweites, was noch harmloser klingt als Investitionsschutzabkommen. Das nennt sich regulatorische Kohärenz. Das heißt, Großkonzerne schicken ihre Experten in die Gremien und bereiten in den Ländern, die Teil am Freihandelsabkommen haben, Gesetzesinitiativen vor. Leute, das ist der Ausverkauf unserer Demokratie. Und unser Widerstand darf da einfach nicht aufhören. Und das heißt, ich stehe jetzt hier als Mensch, nicht unbedingt als Piratenpolitiker. Das heißt, guckt euch genau an, wer mit welchen Argumenten morgen nach Brüssel gewählt werden will, um dort Politik zu machen. Wählt TTIP ab! Ich habe gestern Abend nach 3 Glas Rotwein noch einen Blogbeitrag verfasst und habe da von neoliberalen Dummschwätzern und Blitzbirnen gesprochen. Das Problem ist, diese Dummschwätzer sind ja gar nicht dumm.
Mit Dummschwätzern meine ich Leute, die versuchen, andere dumm zu schwätzen mit ihren Argumenten. Ich warne euch vor den Hochglanzfolien von Bertelsmann und anderen und einigen Regierungen, die für dieses Freihandelsabkommen Werbung treiben. Das ist Volksverdummung. Aber ich weiß, ihr seid intelligent genug und rennt nicht diesen Ärschen hinterher. Also denkt bitte morgen daran, wenn ihr zur Wahl geht, TTIP gehört abgewählt. Denn TTIP ermöglicht noch weitaus mehr als den eines Tages ungehinderten Verkauf von genmodifizierten Pflanzen in Europa. Das Freihandelsabkommen ist das Instrument, ist der Hebel für die Marktmacht dieses Kapitalnetzwerks, was mittlerweile auch überregional die Demokratien übernimmt. Denn eine Demokratie hat ja immer ein Problem, die gilt ja nur auf einem bestimmten Territorium innerhalb einer Grenze. Diese Konzerne sind aber auf der globalen Überholspur. Und unser Widerstand darf nicht aufhören. Und wir müssen uns auch mit den Amerikanern vernetzen und den Russen und den Ukrainern. Vielen Dank. Dankeschön an die Piraten.